Ganz Belgien im Freudentaumel. Mit dem überraschenden 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien sind die Roten Teufel zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ins WM-Halbfinale eingezogen und haben ihre Fans in der Heimat in Jubelextase versetzt. Mit diesem Sieg haben wir wirklich nicht gerechnet. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir waren uns sicher, dass wir verlieren, weil wir solche Spiele nie gewinnen. Wir denken immer, wir können es schaffen und verlieren dann doch. Und dieses Mal haben wir endlich mal gewonnen. Es ist großartig. Belgien ist ein kleines Land, aber heute haben wir gezeigt, dass wir groß sein können. Wir waren perfekt von A bis Z. Vor allem die bärenstarke Offensivreihe um Taktgeber Kevin De Bruyne, der mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg gestellt hatte. Mit dieser Leistung rückt Belgien unweigerlich in die Rolle des Top-Favoriten in Russland. Die Fans sehen das gern. Es ist unglaublich, ein Halbfinale gegen Frankreich. Wir werden gewinnen, wir werden ins Finale kommen und wir werden Weltmeister. Es war ein unglaubliches Spiel. Sorry, ich habe fast meine Stimme verloren, aber ich habe nicht die Hoffnung verloren, dass mein Team Weltmeister wird. Die Hoffnung verloren, das hatten die Fans in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro bis zum Abpfiff auch nicht. Doch als das Viertelfinal aus Gewissheit war, herrschten Entsetzen, Trauer und ein Stück weit Unverständnis für die Leistung der Seleção. Sie haben erst in der zweiten Halbzeit mitgespielt und konnten dann nicht mehr gewinnen. Es war aber kein Schulausflug, es war ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Neymar fällt und fällt und fällt sein ganzes Leben lang. Der Trainer vertraut aber nur ihm. Dabei gibt es so viele bessere Spieler. Er hat Neymar nicht einmal rausgenommen. Neymar macht ständig Fehler, aber der Trainer schaut nur zu. Die Spieler waren alle sehr entspannt. Sie hätten mehr laufen müssen, aber sie waren zu langsam. Am Ende haben sie wegen ihrer Nervosität verloren. Nach der Halbfinalschmach gegen Deutschland im eigenen Land vor 4 Jahren die nächste herbe Enttäuschung für das fußballverrückte Brasilien. Ganz anders dagegen die Stimmungslage in Belgien. Der Traum vom ersten großen Titel erlebt mehr denn je.